Hallo, hier ist Kay. Ich grüße dich herzlich willkommen zu diesem Live-Impuls. Und heute geht es darum, wie du aus diesem Teufelskreis wieder herauskommst. Aber aus welchem Teufelskreis? Denn es gibt manchmal so ein paar Teufelskreise, in denen wir uns befinden. Aber heute geht es tatsächlich um den Energiemangel. Wir haben ja diese Woche im Rahmen der 60-Tage-Challenge Strahlen statt Funktionieren haben wir das Thema Energieräuber. Und Energieräuber Nummer 3 ist tatsächlich der Bewegungsmangel. Und ganz oft, kennst du bestimmt von dir auch, wachst du morgens auf und du bist einfach verspannt. Es fühlt sich nicht gut an, du schiebst es dann drauf, dass du halt unruhig geschlafen hast oder dir nochmal ein neues Kissen oder noch besser eine neue Matratze besorgen solltest. Und oft vergessen wir dann die anderen Dinge, die eben auch eine große Rolle spielen, wenn es um Verspannungen geht. Und da gucken wir als allererstes immer auf die Faszien drauf. Denn wenn die Faszien verklebt sind, und die Faszien, die umschließen alles, die umschließen deine Muskeln, deine Sehne, deine Gelenke, deine Bänder, deine Organe. Und wenn Faszien verkleben, dann verkleben bzw. verkürzen sich auch deine Muskeln. Und das sind dann eben die Verspannungen, die du spürst. Nur was können wir tun, damit es jetzt gar nicht so weit kommt, beziehungsweise was kannst du tun, wenn es schon so weit ist? Also präventiv kannst du immer Wasser trinken. Tipp Nummer 1 von mir. Wasser trinken. Deine Faszien, das ist ein ganz elastisches, geschmeidiges Gewebe und das braucht Wasser, damit es eben auch, ich zeige das immer so wie so ein Spinnennetz, damit es eben auch elastisch und geschmeidig bleibt. Ohne Wasser passiert ganz einfach das. Es zieht sich zusammen. Du kannst es dir dann vorstellen wie so ein Filzball. Also, Wasser trinken. Unser Körper besteht zum Großteil aus Wasser und so oft trinken wir viel zu wenig. Also achte darauf, dass du immer irgendwie eine Wasserflasche, eine Karaffe mit Wasser da hast, dass du wirklich ausreichend trinkst. Tipp Nummer 2, wie du aus diesem Teufelskreis herauskommst und ja, wie soll es anders sein? Reduziere deinen Stress. Reduziere all die Aufgaben. Weißt du, ich denke immer, ganz oft machen wir viel zu viel. Wir machen Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen müssten. Aber wir machen halt Dinge, ja, wer soll es denn sonst machen? Anstatt, dass wir mal delegieren, dass wir mal die Familie mit einbeziehen, dass wir mal einfach Dinge sein lassen. Nein, immer her mit. Ja, ich finde es immer so genial, so zu Feiertagen, ne? Ob das jetzt Weihnachten ist oder ein runder Geburtstag oder jemand heiratet im Umkreis, wo man dann einfach, bereitet man doch nochmal ganz anders vor, ob du jetzt das Essen vorbereitest oder nochmal den Hausputz machst oder ein Riesengeschenk oder ne, was es auch immer ist. Es gibt so Phasen in unserem Leben, ein paar Mal im Jahr, wo wir noch mehr tun, als wir sonst tun. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, hey, also das gibt's auch gar nicht. Ich habe doch jetzt nicht mehr Zeit als vorher, aber ich kriege doch das jetzt alles auch hin. Mit Weihnachten on top und mit Geschenke kaufen und mit Adventskalender basteln und was weiß ich nicht noch alles. Die Zeit hatte ich doch vorher auch nicht. Ne? Vorher war doch auch schon immer, aber jetzt schnell und überhaupt. Bis ich dann mal gemerkt habe, als ich dann eben zu den Zeiten andere Dinge weglasse. Dass mir das eben in dem Moment wichtiger ist. Es war mir wichtig, das Haus schön zu dekorieren. Es war mir wichtig, dass jeder einen Adventskalender hat. Ja, aber es war mir in dem Moment dann eben nicht wichtig, dass in den Ecken alles sauber ist. Nur mal so als kleines Beispiel. Weißt du, was ich meine? Und das kannst du natürlich auch tun, ohne dass irgendwelche Festigkeiten anstehen. Einfach mal gucken, was brauche ich denn gerade? Und lass doch mal die Krümel unterm Tisch sein. Zu oft tun wir zu viele Dinge in unserem eigenen Umfeld, aber dann natürlich auch noch im anderen Umfeld. Sprich, wenn Leute uns fragen, hey, kannst du mal, würdest du mal, wäre doch schön, dann sind wir da eben auch ganz schnell dabei. Ja, ist ja kein Ding, mache ich jetzt auch noch schnell. Okay, also guck einfach, was ist für dich wichtig, was muss unbedingt gemacht werden. Mach dir deine To-Do-Liste und mach die wirklich mit Bedacht.
Mach dir auch deine Tada-Liste. Hatten wir schon alles im Rahmen der Challenge. Falls du noch nicht dabei bist bei der 60-Tage-Challenge, unter diesem Video findest du den Link zur jeweiligen Gruppe. Du kannst jederzeit einsteigen, die Infos sind alle da. Gut, Tipp Nummer 3, wie du aus dem Teufelskreis Verspannungen, Energieräuber herauskommst, das ist, wie soll es anders sein, die Bewegung. Leute, Bewegung ist für mich und für viele andere Menschen auch das ultimative Heilmittel schlechthin. Und weißt du, bei mir denken ja die Leute immer, oh, die Kay, die macht 7 Stunden Sport am Tag und die macht da ihre Hardcore-Workouts und die läuft und oh, das kann ich alles nicht. Nein, so war ich mal, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich war auch wirklich, man hat mich den Drill Sergeant genannt, ich war auch wirklich echt mega, mega hart, weil ich immer davon überzeugt war, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Weißt du, so nur hartes Training bringt tatsächlich die Erfolge. Für mich war auch nie wie entspannen. Wenn ich mich entspannen will, war ich Kickboxen, da kann ich abschalten, lass mich in Ruhe mit hier hinhocken, und überhaupt. Also von dem Zug bin ich schon vor einiger Zeit abgesprungen, aus unterschiedlichen Gründen, aber das erzähle ich dir in einem der nächsten Videos. Also sprich, Bewegung heißt nicht gleich, oh, ich muss eine Runde joggen gehen oder eine Stunde joggen gehen, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss Krafttraining machen. Nein, bewegen heißt gezielt deinen Körper bewegen mit deinem eigenen Körpergewicht. Du brauchst noch nicht mal Equipment, du brauchst noch nicht mal irgendwelche Schuhe, du brauchst noch nicht mal irgendwelche tollen Klamotten. Du kannst es hier im T-Shirt oder bequemen Jogginghose machen. Ja, gezielt bewegen. Fokussiert, zentriert. Und ob du da Pilates machst, ob du Yoga machst, ob du ein hochintensives Intervalltraining machst, was dann schon ein bisschen anstrengender ist, das spielt noch nicht mal wirklich eine Rolle. Ich sag dir, wenn es eine Rolle spielt, wenn wir nämlich mal genau hinschauen, was dein Stoffwechseltyp ist und welcher Hormontyp du bist. Denn das ist was, was viele nicht beachten. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht durchhalten können. Warum du was anfängst und dann merkst, nee, das ist für mich viel zu anstrengend. Dann ist mit der Ernährung genau das Gleiche. Ja, also da gehen wir aber auch noch in den nächsten Wochen, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns in der Challenge, gehen wir da auch noch näher drauf ein. Also nochmal, Bewegung, um deine Faszien geschmeidig zu halten. Und wenn es deinen Faszien gut geht, wenn die schön lang sind, wenn die Federn sind, wenn die geschmeidig sind, dann darf auch dein Muskel schön lang sein. Dann hat der Platz, um lang, um schlank zu sein, um definiert zu sein. Weil es geht nicht darum, hier so die riesen Muckis zu haben, ne, hier so diese mega Eier rumhängen. Nein, es geht ja um lange, schlanke Muskeln. Es geht um tiefen Muskulatur, die dich wirklich von innen aufbaut. Ich sage immer, wie so ein Apfel. Ja, nimm das Gehäuse vom Apfel. Genauso kannst du dir das vorstellen. Das dreht und steht halt mit deiner Core-Muskulatur. Deswegen liebe ich zum Beispiel Pilates. Pilates ist meine Base. Da komme ich her. Das habe ich vor 20 Jahren angefangen. Habe aber natürlich noch viele andere Sachen mit ins Boot geholt. Logischerweise, man lebt und lernt dazu. Und habe dadurch ja auch meine eigenen Trainingsprogramme entwickelt. Ein Faszientraining ist nochmal ein ganz spezielles Training, denn da arbeiten wir mit einer dreidimensionalen, mit einer federnden Bewegung. Du erinnerst dich dran, Faszien sind geschmeidig, die federn wie so ein Spinnennetz. Wenn die Fliege reinfliegt, dann vibriert es auch erstmal. So kannst du dir deine Faszien vorstellen. Also sprich, es ist jetzt nicht, oh meine Güte, ich marschiere eine Minute auf der Stelle und dann mache ich 15 Squats und habe ich meine Faszien trainiert. Nein, eher im Gegenteil. Dann hast du sie definitiv nicht trainiert. Aber es gibt eben spezielle, die Faszientrainingsmethode. Wir hatten bei uns im Studio, wir hatten einen Kurs, der war immer voll. Ja, der war so beliebt, weil es so gut tut. Und du glaubst ja gar nicht, wo überall du wirklich spürst, dass du verklebt bist. Noch dazu gibt es eben beim Faszientraining, da gibt es noch Equipment dazu, sprich mit einer Faszienrolle, mit der man arbeiten kann, oder mit einem Faszienball, um da wirklich punktuell an Verklebungen zu arbeiten. Und es kommt immer mal wieder vor, mein Mann ist Ultraläufer, das heißt, er läuft 50 Kilometer und plus, also im Moment arbeiten wir wieder auf 168 Kilometer hin, 168, Entschuldigung. Und
Ja, ist ja klar, wenn man so exzessiv trainiert, dass dann die Faszien auch verkleben. Da kann ich noch so viel Wasser trinken, ne? Weil zu viel Bewegung und zu viel einseitige Belastung ist auch nicht gut für deine Faszien. Also da gibt es mehrere Faktoren. Und da hilft dann natürlich ein gezieltes Faszientraining plus eben die Anwendung des Equipments und welches Equipment ich überhaupt nehme. Denn mittlerweile gibt es ja so Zeug im Discounter und ich sag dir, ja, das sind nicht immer die besten Dinge, die da verkauft werden. Ja? Genau, also das ist definitiv, das sind die drei Schritte heraus aus dem Teufelskreis, wenn du immer wieder schlapp bist, wenn du immer wieder verspannt bist, wenn du einfach merkst, so nicht, irgendwie stimmt gar nichts, aber das Gefühl, ich bin schief und meine Schultern immer hoch und vorgezogen, dann definitiv ein Faszientraining. Jetzt wäre ich ja nicht Kay, wenn ich nicht sagen würde, hey, ich habe auf jeden Fall noch ein Faszientraining für euch und deswegen gibt es morgen früh eins in alter Frische ein nettes, kleines Faszien-Workout nur für dich. Prima, sehr schön. Das war mein Live-Impuls für heute. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Genieße jede Sekunde davon und ich freue mich auf den nächsten Live-Impuls mit dir. Bis dahin, mach es gut. Ciao, hier ist Kay.